So, in dem Video möchte ich die heißen Track and Eat. Das sind so, was steht hier drauf? Englisch. Kekse, Weizenmehl, Zucker. Ja, das sind so Outdoor-Kekse, die sind haltbar bis, die wurden verpackt. Ich weiß nicht, wann sie verpackt worden sind, aber ich weiß, dass die bis 2020 haltbar sind. Aber ich sag mal, die Teile, die kann man ewig essen und da wird man auf jeden Fall nicht dran sterben. Die habe ich auch angetestet, da sind die Survivor Outdoor Biscuits, aber die sind mir halt zu trocken, deswegen habe ich diesmal ein bisschen vorgesorgt, weil ich mir auch nur vorstellen kann, dass auch diese hier mega trocken sein werden. So, dann wollen wir die mal austesten. Ich werde die dann auch, wie die anderen, werde ich mit zur Arbeit nehmen und werde die dann meinen Kollegen anbieten, dann sollen die halt einmal einfach mal die Wüste Gobi im Mund haben. So, die sehen genauso trocken aus, die werden auch genauso trocken sein. Boah, die riechen abartig. Ich weiß nicht so, wie soll man das beschreiben so? Ich habe keine Ahnung, das kann man gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall riechen sie widerwärtig. Sind aber auf jeden Fall weicher. Aber die schmecken wirklich so wie Kekse, die viel zu alt sind. Die haben irgendwie, ach, diesen Geschmack, man kann ihn einfach nicht beschreiben. Wie uralte Kekse, die du ganz hinten im Schrank findest und die schon 2 Jahre abgelaufen sind. In etwa so schmecken sie. Und riechen tun sie vollkommen künstlich so. Ach, das kann man einfach nicht beschreiben. Wie ein alter Kleiderschrank, ich weiß es nicht. Wow. Oh, da werden mich meine Kollegen aber morgen mega freuen. Über diese wundervollen Kekse. Das Geile ist halt, da ist halt auch Zucker drin, aber die schmecken überhaupt nicht im geringsten süß. So, wollen wir mal gucken. So. Kohlenhydrate, Zucker kann ich jetzt gerade aber auch nicht sehen. Auf jeden Fall wird es nicht wirklich viel sein. Ich versuche immer noch diesen Geruch zu erkunden. Irgendwie wie, keine Ahnung, nasse Klamotten, die im Keller gelegen haben. Ich weiß es nicht. Oder Klamotten, die irgendwo im Keller in der Kiste gelegen haben. So riecht es in etwa. Auf jeden Fall ganz schön eklig. Also ist es für die Arbeitskollegen gut genug. So, hab genug gegessen von dem Ding. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich verlinke euch die. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Kekse besser schmecken, wenn sie frisch sind. Weil die sind ja jetzt auch nicht. Die sind einen Monat abgelaufen. Und ja, das ist ja jetzt auch nicht so mega lange. Wie gesagt, Link unten drunter. Ansonsten schönen Tag. Lasst mir einen Kommentar da oder nicht. Bis dann. Ciao.